So, Artemir und Sio hier zurück mit Death Road to in the Woods to Canada. Ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt wieder voll einsteigen mit Canada. Voll mit Energie und Elan und nein, verkackt. Erst. Wir sind doch noch ganz am Anfang. Da braucht man ein bisschen gediegen, ne? Genau. Erst der Hype kommt erst in der Richtung, wenn wir auf die Zielgerade einfahren. Okay, jetzt ist die Frage. Wollen wir jetzt in der Nacht Holz hacken, wie es gute Männer tun? Ja! Ein Holzfäller! Der riesige Rotholzbaum! Die erstaunliche Lerche! Die veredelte Weißtanne! Und die mächtige Kiefer! Der Duft von frisch gefällten Brettern! Das Zerbersten der Bäume! Oder einfach schlafen gehen. Also es wird wieder jemand sehr müde sein. Mhm. Es wird jemand hier sehr müde sein morgen. Also wir sind gerade, ne, übrigens auch nochmal in einer kleinen Hütte. Und da gibt es einen Holzofen, aber halt kein Holz. Jetzt könnten wir es, genau. Wir könnten einfach schlafen gehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir einfach nur schlafen gehen, beziehungsweise wenn wir Feuer machen, geht wahrscheinlich die Moral hoch und jemand, der das macht, der wird wahrscheinlich einen Stärke-Buff bekommen. Mhm, aber am nächsten Tag wieder müde sein. Mhm. Beziehungsweise vielleicht passiert auch irgendwas anderes. Aber wenn wir müde sind, es kann gut sein, dass uns jetzt mal eine Person begegnet. Mhm, eben. Also es könnte im Wald halt auch schon jemand rumstreuen. Mhm. Also wollen wir es machen? Ich mag es ganz gerne in so Spielen, was zu riskieren. Also komm, probieren wir es halt. Just do it. Yes. Okay, who should go chop the wood? Ah. It's really hard work. Also du bist halt trotzdem wieder stark, ne? Ja. Ich nicht. Also es zeigt uns leider nicht an, aber ziemlich sicher, dass bei mir der Stärkewert höher ist. Ja. Deswegen vielleicht mal bei dir ein bisschen, dass du ein bisschen ein bisschen kann man machen. Und ich bin auch gut in Orientierung, also ich kann mich auch nachts vielleicht sonst zurechtfinden. Mhm. Probieren wir es einfach, komm. Deine Stärke ist, wissen wir jetzt, und du bist noch jetzt stärker geworden. Mhm, das ist gut. Sie ist immer noch schlecht, aber sie ist okay. Besser. Vor allem, schaffst es, den Holzofen anzufeuern, bevor du ohnmächtig wirst von der Erschöpfung. Ja, gut. Und meine Moral geht nach oben, aber deine nicht anscheinend. Aber warum ist dann immer noch mein Bild? Ja, weil es vorher schon war. Ja, ist gut. Meh. Ich bin müde, genau. Mhm. Und ich sage, wir sollten... Also ich muss aufs Klo und du sagst, du hättest gehen sollen, als wir das Zeug gestoppt haben. Ja, das ist richtig. Roadtrips mit Basti. Mhm. Nein. Ich muss aufs Klo. Es wird flooded out. Okay, sie wurde. Also, die ist überflutet, die Straße. Und das ist jetzt die Frage, ob wir könnten vielleicht durchschaffen. Flow through. Einfach durchrasen. Let's jump it! Nein. Die Frage ist halt jetzt, wir haben nicht viel Glück. Das ist richtig. Das könnte uns richtig in den Hintern treten. Ja. Und wenn wir das nehmen, dann müssen wir wahrscheinlich länger fahren nach Kanada. Und wir verlieren noch. Benzin haben wir im Moment eigentlich sogar relativ viel. Ja. Essen hält auch noch für knapp 3 Tage. Mhm. Fast für 4, nicht ganz. Nee, das heißt, reicht für 4 Tage. Solange wir nur noch zu zweit sind. Ja, naja. Ich würde es probieren, Verlängerung, weil wer weiß, wo es lang geht. Nehmen wir einen Umweg, ja. 27. Oh ja, das geht. Ja, passt doch. Und deine Moral ist wieder runter und wir verlieren halt Gas. Oh, Trader Camp, da können wir jetzt mal hinfahren. Ja, gern. Okay. Kannst dich mal wieder anwählen. Kannst mich mal einschalten. Ja. die könnte, glaube ich, unser Auto reparieren. Ah. Training. Ah, nee, sie trainiert uns. Es geht relativ fix, your car. Du könntest jetzt mal schauen, also weil Elias hatte seine... Oder, warte mal, du hast doch nicht die... Nee, ich bin nicht charmant. Das ist sehr schöner Satz, ich bin nicht charmant. Nein, überhaupt nicht. Ich bin Karma under Fire. Aber vielleicht kommt Civilized, weil du die hohen Persönlichkeitswerte hast. Wir können es mal probieren, wenn sie dann sagt, nö, kein Bock, dann ist es halt so. Ja, probieren wir es einfach mal. Probieren wir es mal. Oh, perfekt. Super. Und vor allem deine Mechanikerfähigkeiten sind halt echt jetzt schon ziemlich gut. Richtig die, nice. Die ist nett, ich mag die. Bock! Was? Und, oh, es gibt hier noch Essen. Wir können einfach Essen hier klauen. Alter, ein Hundeskelett. Ja.
Wer ist das? Ich weiß es nicht. Hallo. Nice man. Oh mein Gott, der verkauft Animes und Anime-Accessoires. Er trägt dazu bei, dass die Zivilisation zusammengehalten wird. Ja. Wir können eine Anime-Figur für kaufen. Windstar, was immer das ist. 4 Katanas. Diese Otaku-Katanas sind scheiße. Die zerbrechen unglaublich schnell. By no anime. Nein. No anime for you. I freaking hate anime. Kitchen Knife, soll ich mitnehmen? Warte mal. Was haben wir dabei? Pack ein. Was wir haben, haben wir. Ich nehme mal den Meat Cleaver hier mit. Wer immer das sind auf Deutsch heißt, die Hacke. Geh mal auf Klo. Ich geh mit. Hey, nein. Ich geh baden. Ich komm mit. Aber ich glaube tatsächlich, ich werde die Axt auch bis zum Schluss des Spiels haben, weil die Axt ist eigentlich eine ziemlich gute Waffe in dem Spiel. Hält die denn auch lang? Die hält lang, ja. Was ist das? Ein Ei? Oh. Ach, scheiße, das wollte ich nicht machen. Eier kann man mitnehmen und wenn man die nämlich fallen lässt, dann kommt ein Huhn raus. Ja, und es begleitet eine Zeit lang und kämpft mit einem und verschwindet halt in der Zeit. Es gibt das und dann gibt es auch die Turrets, also Geschütze. Das kann man auch, wenn man Glück hat, finden. Und so ein Geschütz ballert halt einfach los und ballert die ganzen Zombies kaputt. Und das ist halt mega praktisch. Das ist gut. Die hat Essen und will es gegen gute Waffen eintauschen. Aber da wir keine guten Waffen haben, naja, tschüss. Ja, wir haben eigentlich alles. Also hier gibt es weiter nichts. Krass, es sind uns immer noch keine Leute begegnet. Ne. Naja, Leute schon. Aber halt keine, so erstmal die Zombies anlocken. Later, Nerds! Ja. Ah, wir sollen uns lieber um uns selber kümmern, sag ich jetzt gerade. Oh mein Gott! Okay, erster Charakter. Hätte auch gerne mehr anders sein können, aber da sind wir jetzt. Moment. Bei der Durchsuchung einer verlassenen Fastfood-Filiale stößt die Gruppe auf der Toilette auf Leon Mascher. Er hat wohl nicht mitbekommen, dass die Zombie-Apokalypse begonnen hat und ruft wütend: Haut ab, macht eure 24-Stunden-Challenge woanders. Ich war zuerst da. Die Gruppe klärt ihn auf. Ja, Leon Mascher ist dabei. mit dem Trade Gun Collector und der Trade ist Bandit, ja. Und der Perk ist Gun Collector. Ja. Wir fanden es einfach lustig, ihn zum Banditen zu machen. Also er klaut ja Content von anderen YouTubern, ne? Wer weiß, und vielleicht nicht nur das. Ja, stimmt auch wieder. Ja, und natürlich rekrutieren wir ihn auch. Ja, toll. Hammer Leon Mascher in unserer Gruppe, ne? Geil. Ja, gut. Hoffentlich verlangt er nicht Mascher. Mhm, das ist ein fairer Anteil. Egal. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, ja, du schon, aber unsere Zuschauer sind vielleicht nicht ganz so klug wie du. Nein. Wow. Vielleicht guckt Leon mal scherz zu. Seine Loyalty ist halt richtig niedrig. Oh, eine Siege? Perfekt, dann haben wir jetzt auch einen entsprechenden Siege. Weil für eine Siege, okay, um das mal zu erklären. Bei einer Siege geht es darum, wir müssen eine Zeit lang überleben, während wir die ganze Zeit von Zombies belagert werden und uns raus. Und da kommen immer mehr und wir müssen kämpfen. Und wir haben für jeden der Charaktere, die dazukommen, einen Siege-Satz vorbereitet, den wir nur einmal vorlesen, wenn der halt eben, wenn es eben zum ersten Mal ist. Und dann halt nicht mehr, aber jetzt so, für jeden Charakter einen Siege-Satz. Und da du jetzt gerade Leon schon vorgelesen hast, darfst du auch den Siege-Text von ihm lesen. Meine Security, die würde das hier sofort in den Griff kriegen. Hat man ja gesehen bei den ganzen Leon Mascher-Fan-Events, ne? Okay, wir müssen eine Stunde überleben. Ich habe mal nicht gesehen, wie lange wir durchhalten müssen. Was hat Leon überhaupt? Er hat wahrscheinlich eine Pistole und einen Gehstock. Er hat einen Gehstock? Der hat wahrscheinlich. Den hat aber wahrscheinlich jemanden geklaut. Wahrscheinlich, Digga. Okay, das war jetzt in Character. Wahrscheinlich. Wow. Darf ich den Gehstock haben? Ich bin zivilisiert. Ja, aber dann verlierst du deine Taschenlampe. Ja. Dann hier deinen Gehstock. Ja, Mascher kriegt keine Waffen. Der kriegt ein Messer. Ja, das passt ganz gut. Taschenlampe. Aber ich würde dir trotzdem noch das Rival mitgeben, einfach, dass wir zwei Schusswaffen für den Fall der Fälle dabei haben. Ja. Ich glaube, der Gehstock ist keine besonders gute Waffe. Aber okay. Ich glaub's auch nicht, aber. Okay, also dann, Leute, dann gehen wir's mal an. Ja, ich muss noch auswählen, Leute. Genau. Bist du auf dir, ja. Okay, ich glaube aber, ich bin immer noch. Oder du bist erschöpft noch. Ja, ich sollte mich etwas zurückhalten. Wir können. Warte mal kurz. Ich kann noch einstellen. Wir stellen mal ihn auf Fighting. Dann geht
gehen unsere Teamkollegen eher auf die Leute los. Leon, hinter dir! Hinter dir, Leon! Okay, ja, ich bin echt. Oh Gott, ja, und der ist auch schon erledigt. Ja, ganz toll. Hat halt nichts dahinter. Wenn Notfall, wechsel auf deine Schusswaffe. Große Klappe, nichts dahinter. Naja, es passt schon. Oh, ich hab auf dich geschaut. Ich hab nicht gemerkt, dass der schon an mir dranhängt. Ah. Irgendwann kracht aber auch die Decke ein, da müssen wir aufpassen. Okay, ich glaube, spar die Munition, ist gerade nicht wieder. Gehen wir mal ein bisschen nach oben, vielleicht liegt hier noch was Gutes rum. Es kann nämlich auch bei den Siege, bei so einer Siege muss man sich auch ein bisschen umschauen, weil da können auch gute Sachen da liegen und das sind eigentlich echt wenig Zombies. Ja, ich glaube aber hier liegt. Oh! Ja, und der Stuhl hat es in sich gehabt. Ja, also, wenn du so Furniture rumwirfst, das ist ziemlich gut, also das, oh, wir sind schon fertig. Okay. Nice. Furniture macht eigentlich ganz guten Schaden und man kann gut mehrere treffen. Wir gehen mal links rum, also wir locken die ein bisschen hoch und gehen schnell rum. Leon! Verdammt! Halt dich mal ein bisschen zurück. So, sehr gut, sehr gut. Leon, mit. Komm, du musst nicht jetzt schon drauf gehen. Okay, jetzt, let's go. Okay, ja, cool. Haben wir richtig gut überstanden. Mhm. Oh, Leon ist wahnsinnig glücklich. Ja. Na gut, dumm ist halt glücklich. Was? In Zeiten wie diesen überlegt man sich, ob man vielleicht nicht doch hätte ein Prepper werden sollen. Ich hab's dir doch gesagt. Ja. Okay, und da wir jetzt ein Siege überlebt haben, haben wir hier vier mögliche Sachen, die wir verdienen können. Also wir können jetzt unsere Moral steigern und dafür zusätzlich noch einen zufälligen Skill ein bisschen verbessern. Mhm. Wir können für alle Fitness verbessern. Mhm. Ich kann nur für mich jetzt noch 2 Punkte auf Medical bekommen oder hier auch Moral und einmal Leben heilen, aber wir haben alle volle Leben, also macht das keinen Sinn. Ja. Ich würde das Random Skill gehen, einfach, dass das Team ein bisschen overall ein bisschen besser wird. Oh, und wir haben einen Zombo-Point bekommen. Zombo. Die kann man einsetzen, um noch neue Fähigkeiten freizuschalten, zum Beispiel, oder Fähigkeiten zu verbessern. Mhm. Okay, Mir ist nur aufgefallen, gerade nach meinen Sprüchen, dafür, dass ich zivilisiert bin, gehst du ganz schön auf Konfrontation, ne? Ja, ich werde das mal ein bisschen zügeln, wir müssen ja auch in Character bleiben. Ja, genau. So. Bei mir geht die Stärke hoch, was sehr cool ist. Bei dir geht die Fitness hoch und bei Leon Marcher geht auch die Stärke hoch. Mhm. Glaube ich bei dir ganz gut, also die Fitness, ich glaube die Ausdauer hat ein bisschen, ja. Bräuchte ich aber eigentlich auch, weil ich habe zwar Stärke, aber ich habe glaube ich nicht viel Ausdauer. Hm. Ja, super, bei uns allen. Will ich irgendjemand Ziegen erklären, was hier? Wie should you shut up along und seine Meter, Alter, wie halt unsere Charaktere ihn schon nicht leiden können. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das ist einfach mega cool. Ja, und das er einfach vorschlägt zu singen. Oh, du hast wir sind an einem Campingplatz und und du hast eine Packung mit alten Marshmallows gefunden, beziehungsweise die auch schon, die sind noch verpackt und es ist eine extra große Packung und hier, wir können die essen und da bleibt wahrscheinlich auch was übrig, heißt, die kriegen sogar Essen dazu. Mhm. Und wir haben jetzt einen On the Road beim Essen-Satz noch, also wir nehmen jetzt mal Eat Marshmallows. Okay, leftover. Und weil wir jetzt noch alle gegessen haben, hier jetzt der Ersatz vom Leon Marcher. Magnum-Eis mit Nusscreme. Ich mein Magnum-Eis mit Nusscreme. Halt die Fresse, Leon! Ja. Jetzt hat er zweimal in der kürzester Zeit gesagt bekommen, er soll die Fresse halten. Ich glaube, er bereut es ein bisschen, dass er uns beigebracht hat. Seine Moral ist immer noch okay. Ah, okay, das ist ein, wir haben hier einen Kollegen von mir, aber das ist jetzt kein Charakter, den wir erstellt haben, deswegen nehmen wir ihn nicht mit ins Team. Aber schöne Grüße an dieser Stelle an dich, User. Ja. Okay, ich glaube, unser Auto wird bald ziemlich, kaputt sein. Ich glaube, Engine ist schon ziemlich down, also. Wir bräuchten vielleicht jemanden, der sich mit Autos auskennt. Aber obwohl, dann Mechaniker ist auch gut. Aber ja, es gibt da durchaus Charaktere, die Ahnung von Autos haben, beziehungsweise ein Auto in der Reserve haben. Mhm. Bei mir ist die Stärke nicht offengelegt. Nee. Weil, ja, Maschine ist halt überhaupt nicht loyal. Okay, wir finden eine Straße, die in eine Stadt führt, die voll ist mit Fallen. Und irgendwelche Löcher, wo Decken drüber sind. Mhm. Ja, alles mögliche an verschiedenen Fallen, irgendwelche Spikes an Fässern dran und irgendwo eine Tür, wo eine Guillotine drüber schwebt. Das erinnert mich gerade ein bisschen auch wieder an The Walking Dead. Dritte Staffel mit Morgan? Ja Morgan. Mich auch. Ja. Okay, irgendjemand, also wir können... Wen schicken wir denn mal vor? Aber
Problem, ja. Der ist nicht loyal. Wenn wir den da reinschicken, der könnte abhauen. Das ist richtig. Nein, ich würde vielleicht... Ich würde es auslassen. Ja. Vor allem, da wir kein Glück haben. Ja. Gut, fahren wir lieber weg, weil das Ouija-Board im letzten Part... Mhm. Ouija! Okay. Oh. Was haben wir da? Wir haben Möglichkeiten Cabin Rescue und Factory Rescue. Da können wir Leute... retten, ja. Oder den Hardware Store, oder wir können noch weiterfahren. Was brauchen wir denn? Wollen wir in diese Cabin Rescue? Ist ja wahrscheinlich auch wieder so eine Waldhütte, ne? Was brauchen wir denn gerade am meisten? Also Medizin wäre immer nicht schlecht, glaube ich. Ja, aber vielleicht... Für später. Ja. Wir haben relativ viel Essen, muss man sagen. Munition. Munition haben wir auch eigentlich ganz... Könnte ein bisschen mehr sein, aber ist eigentlich okay. Wir bräuchten eigentlich wieder gerade Sprit. Sprit und vor allem ein Auto. Ja. Weil das Auto, das jetzt in der... Also sagen wir, nach dem Event jetzt ist das Auto weg. Aber ich glaube kaum, dass wir jetzt ein Auto bekommen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, Cabin Rescue, dass da vielleicht ein Auto steht. Mit etwas Glück. Naja, eine Factory vielleicht sogar auch. Also das weiß ich halt nicht, aber... Eins von beiden, ja. Und da kriegen wir wahrscheinlich einen Charakter dazu. Ja, aber bei der Factory auch. Oder nicht? Nein. Doch, ist eine Rescue. Ja, ja. Mir ist es eigentlich ehrlich gesagt glatt. Aber wir hatten schon eine Factory, dann lass halt mal die in die Cabin gehen. Okay, oder? Dann gehen wir dahin. Ja. Siege sogar, oh Gott. Very large. Oh, fuck. Und? Wir haben halt kein Glück. Ja, es ist mittags, es ist nur eine Stunde. Aha. Attempt Rescue. Ich gebe dir auch keine Waffe in die Hand. Nein. ist ja nicht loyal, das wissen wir ja. Ja, wir können eigentlich mit dem Equip reingehen. Mhm. Vor allem, Alter, zweite Mission mit Leon und so direkt wieder eine... Die zweite Siege. Alter. Ja, okay. er zieht die Massen nur so an, ne? Okay, los geht's. Okay, du bist auf Leon jetzt? Ja, genau. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da oben. Okay, wir sollten ins Haus rein. Ja. Und da liegt auch Essen rum. Aber hier ist niemand, den wir retten können. Vielleicht hinter der Tür. Ja, da oben ist Essen noch. Links oben. Schnell, Helios. Achso, wir laufen weiter weg. Ich dachte... Ja, ich möchte... Ah ja, wer ist das? Golden. Aha. Okay, der folgt uns jetzt erstmal, aber der wird uns jetzt nur hier unterstützen, solange wir in der Siege sind. Wir schauen, dass wir jetzt, vielleicht wieder rauskommen. Okay, warte mal. Ich glaube, ich stelle mal wieder die Leute wieder auf, darauf, dass sie... Kämpfen. Komm mal mit zu uns rüber. Sieht man irgendwo eine Zeit? Ah ja, da oben läuft es. Ja. Gehört noch 20 Minuten. Ja, also dauert nicht mehr so lange. Und Leon ist schon ziemlich im Eimer. Wir müssen halt irgendwann wieder nach draußen kommen. Okay, raus. Oh Gott. Ich hau einfach um mich. Okay, schnell her. Und weg hier. Aber wir haben kein Auto. Ja, leider. Aber wir haben ziemlich viel Munition bekommen. Okay, er gibt uns eine Belohnung. Entweder er schließt sich an, wir kriegen 45 Schuss für Shotgun. Oder für die ganze Gruppe Medical Training. Dein Medical ist schon ziemlich gut und wenn es noch besser wird, ist es eigentlich nicht schlecht. Mhm. 45 Schuss für eine Shotgun. Also wir werden ihn auf alle Fälle schon mal nicht rekrutieren. Ganz, ja, klar. Diese schweren Entscheidungen immer. Also. Ich bin noch nicht entscheidungsfreudig. Ja. Naja, was hilft uns jetzt in nächster Zeit weiter? Wenn wir kein Auto haben, wäre eigentlich Shotgun schon nicht schlecht, oder? Aber nee, dann eher Medical, weil ich glaube, weil sobald man kein Auto mehr hat, dann passiert der ganze Scheiß, dann wird's richtig übel. Deswegen würde ich eher Medical Training sagen. Okay. Ja, weil dann kriegt man einfach, kann man sich trotzdem gut heilen. Dann. Okay, ja, bei dir ist es jetzt echt schon ziemlich gut, aber leider ist es bei mir und bei Leon wahrscheinlich noch nicht offengelegt, wie gut wir sind. Oh, Banditen. Wer wach bleiben sollte, um zu bewachen, unser Camp? Na, jedenfalls nicht Leon Mascher. Nein, weil der scheiße unloyal ist, aber dann wahrscheinlich dich, weil du bist mega loyal. Ja, dann muss es halt so sein, dann müsst ihr beide kämpfen, aber ihr seid ja eh die stärksten Kämpfer, also...
Hast du schon. Deine Moral geht runter und wir verlieren ein bisschen Essen. Wie viel Essen haben wir denn eigentlich noch? Ja, 23. Genug. Und für drei Tage wir verlieren jetzt wahrscheinlich das Auto. Ja. Noch nicht? Okay. Okay, es ist kurz vor... wir kommen in der Stadt. Ja, und es ist kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Mhm. Und die Zombies werden aggressiver. Aber der Zombie-Schwarm ist nicht so groß. Police Station oder Bücherladen? Naja, ich bin zivilisiert. Ich würde natürlich immer den Bücherladen nehmen, aber was hilft uns denn vielleicht am meisten? Polizeistation gibt es noch Waffen. Und ich glaube, Schusswaffen wären echt nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Dann gehen wir auf die Polizeistation. Okay. Ich denke, wir können weiter mit. Da gibt es vielleicht auch ein Polizeiauto. Ja, das ist sehr gut möglich. Also schauen wir mal. So. Let's boogie! Gehen wir gleich mal in das Haus da links rein. Leon prügelt sich gleich mal mit den Leuten. Ihr könnt euch gerne einigen, wer von euch Zombie übernimmt. Gehen wir gleich mal. Das sind einige. Ja. Gehen wir gleich mal links rein. So, du denkst dran, halt dich ein bisschen zurück. Okay, da war nur Junk drin. Ja. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Ich kann da trotzdem einige Zombies warnen. Da oben ist noch eine Tür. Ja, hab schon gesehen. Dankeschön. Leon hat mich gerettet. You saved my life, Leon. ich muss noch gerade mal ganz schön. Ah, okay. Was wir noch bei Leon für Texte hatten. Aber wir haben jetzt alle schon eigentlich aufgebraucht, die wir bei ihm hatten. Nee. Ist ja ganz witzig, ja. Da müsst ihr auch echt sagen, wenn dann noch andere Charaktere kommen, ob die ganzen Anspielungen verstanden werden. Ja, vielleicht fällt uns ja auch zwischendurch noch was ein oder vielleicht habt ihr ja auch Lust, Interaktionen, mögliche Interaktionen in den in die Kommentare zu schreiben. Wir werden es vielleicht nicht rechtzeitig lesen. Ja, aber du kannst es auf jeden Fall machen. ich habe eine. Wir hatten noch. Ich hatte, glaube ich, eine. Okay. Also ich hatte eine Taschenlampe. Oh, da kommen wieder mehr rein. Okay, ja, der läuft weg. Ist das auch das Haus, wo wir reingegangen sind? Zumindest, ja. Ja, doch, war's. Waren wir hier schon drin? Nein, noch nicht. Nein. Ist nur Munition. Was mich immer ein bisschen nervt, ist, dass mein Charakter oder allgemein die Charaktere sich irgendwie nicht so besonders schnell umdrehen. Ich möchte eigentlich in die andere Richtung schlagen, aber schlag dann immer noch in die Richtung, aus der ich komme. Da ist noch ein Schlag. Boah, Medikamente, aber es ist bisher noch echt keiner verletzt worden. Das ist ungewöhnlich. Und gut. Und gut. Da war nichts drin. Schauen wir nochmal nach hier. Achtung. Ui. Ja klar, wenn ich mal die Aufnahme kontrolliere. Natürlich. Nehmen wir dann, wenn man es nicht braucht. Oh, da ist eine Axt. Soll ich die mitnehmen? Warte mal. Ich tue jetzt was Furchtbares. Ich spiele mal kurz das Leon Moschea. dass er eine Axt hat, weil Äxte sind halt einfach gute Waffen. Ja. Aber so dein Brecheisen hält auch schon eigentlich schon den ganzen Run, oder? Ja, ja. Das ist ganz gut. Naja, also wir haben es gleich im. Ja, wenn nicht von Anfang an dabei, aber. In der Fabrik gefunden, ja. Also fast ganz am Anfang. Aber da unten ist noch eine Tür. Mhm. Schwerte ist auf jeden Fall schlecht, die nehmen wir nicht mit. Nee. Da oben mal schauen, ob es da noch was gibt. Nee, da gibt's nichts mehr. Nur noch einen ätzenden Zombie. Es gibt dort nichts, nur den Tod. Mhm. Da kommt dein Civilized ein bisschen durch, ne? Mhm. Und während du das sagst, gehe ich einfach, warte mal, da Police Station, da ist Buttville, ja. ja. Arschstadt. So viel zu, das Spiel nimmt sich selber nicht so ganz ernst. Oh, ein Staubsauger. Oh, es wird inzwischen schon ziemlich dunkel. Ah ne, es sind Flaggen. Ich dachte wirklich, das wäre ein Staubsauger. Ja, dann sollten... Dann geh mal hier rein. Oh, als werden sie. Aber sie werden wirklich aggressiv, man merkt's. Es gibt manchmal Zombies, die einen ja nicht angreifen. Ja, aber hier glaube ich nicht mehr. Ja, wir haben ein bisschen ein Problem. Ich habe ein Leben verloren. Okay, dann komm runter zu uns. Nicht alleine rumstehen. Lass Leon einfach kämpfen. Leon kämpft seinen einsamen Kampf. Okay, das waren hier schon mal alle. Gegen den Verstand. Gegen den gesunden Menschenverstand, genau. Oh, da kommen links gleich noch deutlich mehr. Aber wir haben noch alles im Griff, das ist alles gut.
Da drin gibt's eh nichts, außer ein paar Zombies da oben. Ach, nebengeschlagen natürlich. Oh, noch einer! Okay, du hast keinen Nebenverband. Nee, alles gut. Der ist nur ein bisschen näher gekommen. Alles gut, alles gut. Ich könnte ja mal auch eine Flashlight wechseln. Boah, ich glaube, ich bin so langsam. Nee, du hast keine Taschenlampe. Du hast richtig Mühe. Alter, das sind Schlagringe. Magst du denn deinen Gehstock dafür austauschen? Ja. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Waffe ist. Dann mit B wechselst du Waffe? Ja, aber ich habe gerade überlegt, ob ich die Crowbar habe. Natürlich nimmt sich Leon Marschier die Schlagringe. Na, dann lassen wir ihn halt so. Dann habe ich jetzt ein Messer. Oh, pass auf, Schatz, der hat ein Messer. Ja, weiß ich, ich habe keins. Nee. Leon Marschier hat die Schlagringe, sehr schön. Und natürlich sind sie golden. Ah nee, es ist Brass, also es ist Messing. Im Dunkeln gefällt es mir echt nicht so gut. Nee, ist etwas unangenehm, ne? Mhm. Sagen wir noch Leon, hör auf dich zu prügeln da. Okay, haben wir hier noch was? Könnte noch ein bisschen Benzin in der Toilette da vorne? Nee, da vorne ist keine Toilette mehr, dann lass mal den Zombie einfach da stehen. Ich frag mich, ob diese Schlagringe wirklich eine gute Waffe sind. Nee. Würde ich mal gern wissen. Wer weiß das schon. Also in dem Spiel. Ja. Gehen wir nach oben, da waren wir noch nicht. Okay, da gibt's nichts. Hör mal auf, beinahe verletzt zu werden, Elias. Verdammt nochmal. Wieso? Ich kann mich doch selbst verarzten. Ja, mit unseren ganzen Medikamenten. Ja. Okay, wir sind hier fertig. Nein! Oh. Okay. Wir haben echt lange hier drin gebraucht. Nimm eine andere Waffe, das Messer ist nicht gut. Nimm wieder dein Crowbar. Oder Schusswaffe, meinetwegen. So, ich knall sie alle ab. Bam, bam, bam! Okay, dann schnell raus. Kannst du dir deine Waffe auch auspacken? Warte mal, komm mit nach oben. Mit nach oben schießen, wenn schon. Dann schnell rum. Es gibt hier vielleicht noch ein bisschen was, aber es ist gerade einfach. Ja, wir haben auch eh kein Auto mehr, wo wir uns zurückziehen können, oder? Doch, haben wir. Nein, unser Auto ist schon noch da. Ich glaube, wir müssen echt abhauen. Weil es echt gerade zu viel Zombies werden. Einfach alle einsteigen jetzt. Komm schon, spring an. So. Puh. Das war eng. Wir haben immerhin wieder viel Munition gefunden, aber auch viel verloren. Ja, okay, du hast dich voll geheilt, aber jetzt ist unser Auto weg. Wahrscheinlich. Ja. Jo, es bleibt stehen. Du könntest versuchen, es zu reparieren. Ich würde es auch gerne probieren, ja. Ja! Okay, alles klar. Gut, es funktioniert wieder. Hat funktioniert. Oh, noch dreimal. Ja. Oder was? Also, es ist wieder 3 Punkte Leben, quasi. Ja. Und du könntest es wieder reparieren, aber nur, wenn deine Mechaniker-Skills höher sind beim nächsten Mal. Mhm. Und genug gegessen. Magnum Eis mit Nusscreme. Ja. Oh, wunderbar. Get gas. Okay, wir haben eine professionelle Autogarage, beziehungsweise Werkstatt, wo er. Car Repair and Tune-Up. Armor the car, also verstärkt. Für 2 Tage, dann müssen wir Essen investieren. Na, dafür haben wir auch nichts. Haben wir nicht genug. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir können es reparieren. Ja, Repair and Tune-Up. Nice! Ich kann es also auch nochmal reparieren. Undamaged. Und außerdem, deine Mechaniker-Skills sind noch weiter nach oben gestiegen. Mhm. Unser Auto ist wieder voll Alter. Also ich sehe irgendwie nicht das Unglück vom Ouija-Board. Vielleicht haben wir das am Gegenteiltag benutzt. Tja, okay. Aber unser Part hat gerade jetzt schon massiv Überlänge. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, das war's mit Death Road to Canada für heute. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und dann beim nächsten Mal wollen wir mal sehen, ob uns noch andere Leute begegnen. Außer Leon Marschier, den wir jetzt schon aufs Übelste gedisst haben. Sorry, Leon. Naja, bis dann. Bis dann, ciao.